Oh, bitte, bitte nicht. Was soll ich jetzt machen? Kann wohl nicht so ganz richtig sein, ne? Oder? Ist das so richtig? Ne? Ist auch gar nichts, oder? Ich muss gerade überlegen. Wo geht es denn da rein und da rein? Das ist rot. Genau, fangen wir mal hier unten an. Das ist rot. Und hier ist blau. So, und hier ist nix. Oh, das ist immer so mega peinlich. Aber vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich in sowas einfach wahrscheinlich auch zu emotional bin. Das ist für mich so zu Technik-Scheiß mit so logischem Denken. Das überfordert mich. So, hier kommt doch so ein blauer Schlauch raus. Das ist jetzt wieder sowas, wo ich dann auch relativ schnell den Geduldsfaden verliere. Vielleicht sind diese Spiele auch einfach nichts für mich. Also diese Logikrätsel. Vielleicht. Hier kommt das Blaue raus, aber hier geht es mit Blau nicht weiter. Und hier. Hier vielleicht so. Sieht gut aus. Das sieht doch gut aus hier, oder? Aber hier sieht sie doch nicht gut aus. Doch. Hier sieht sie doch gut aus. Ich glaube, ich krieg das doch hin. Jetzt. Hier ist es noch nicht ganz in Ordnung. Aber jetzt. Hier ist es noch nicht ganz stimmig. Auch nicht. Nee. Hier ist es noch nicht stimmig. Machen wir erstmal hier oben. So, auch nicht. Auch nicht. Jetzt aber. Und jetzt? Das auch. Jetzt ist es fast alles in Ordnung. Bis auf diese Sache. Ha! Dann hätte ich ja fast aufgegeben. Fast hätte ich aufgegeben. Schade, dass ich kein Kleingeld in der Tasche habe. Ja, und jetzt? Tag. Ne.
hier was verkratzen. Mal hier gucken, ob ich hier Kleingeld finde. Ja, sorry. Was habe ich denn jetzt hier für gekriegt? Nix. Verdammte Hacke, wo soll ich denn jetzt Kleingeld herkriegen? Wofür soll ich diese weiße Farbe verwenden? Hat einer eine Idee? Vielleicht, wenn ich das wegkratze? Mülleimer vielleicht da hinten? Guck mal hier nochmal. Es muss einen Weg geben, um festzustellen, welche Tasten häufiger verwendet werden. Ja, nicht mit der Mauerkelle, oder? Ja. Habe ich hier verdammt noch mal was übersehen? Ja, ne. Ich meine, so viele Möglichkeiten haben wir hier nicht, ne? Mit dem Tacker? Nee. Ah! Das Büro ist abgeschlossen. Ja. Das sehe ich auch so. Hier sind so viele Sachen. Vielleicht haben wir hier wieder was, irgendwas übersehen. Hier irgendwo, da. Ich habe keinen Stift. Kein Bleistift. Ach Mann. Mann, oh Mann, oh Mann.
ich Kleingeld in der Tasche habe. Ich habe aber kein Kleingeld in der Tasche, oder? Habe ich hier irgendwas? Ein Teil fehlt noch. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe da schon gesehen, dass hier dass hier ein Geheimgang ist, aber da komme ich ja nur rein, wenn ich dieses Codefeld da bediene. Ich kann den Motor nur benutzen, wenn ich den Riemen wieder anschließe. Wie? Ich will was festhackern. Alles klar. Okay. Okay. Münzen. Farbroller. Phosphorierendes Pulver. Warum nicht? Auch zu einfach gewesen, ne? Ja, dann mach mal. Ist da jetzt Farbe dran? Egal, machen wir erstmal das da hinten. Was habe ich jetzt gekriegt? Es steckt fest, ich muss es aufhebeln. Och nö. Box ist mit einem speziellen Schlüssel versiegelt. Kann man die Karte nie abkratzen? Also hier kann man jetzt nicht mehr hin. Ach hier, der Karte. Ja. Aha, wer ist denn das? Abby weiß nicht, wie man ein Flugzeug fliegt. Jemand hat gerade unser Flugzeug gestohlen. Tja, sehr beruhigend. Was ist das? Ungespitzter Bleistift. Es ist nicht wirklich ein Leuchtturm, wenn er den Weg nicht erhellen kann. Schade.
Klebstofftube. Ich könnte es wahrscheinlich gebrauchen, wenn ich es etwas herunterlasse. Ja. Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn ich den Eistift jetzt anspitze. Ja, hat es jetzt was gebracht? Ach, damit kann ich jetzt die Kartons öffnen nachher. Tatsächlich. Das kann ich gut gebrauchen. Das kann ich gut gebrauchen. Das kann ich auch gut gebrauchen. Lampe. Ich kann nicht sehen. Ich muss einen Weg finden, das Muster zu enthüllen. Leute, ihr macht es aber auch kompliziert hier. Dann nehmen wir das. Ein bisschen Kleber. Ach ja, das war der Werkzeugkoffer, ne? Was ist das? Leuchtturmlampe. Elektrischer Mischer. Okay. Also, da kann man die Dinger dran machen. Aber wozu? Wozu? Okay. Was ist das? Steinauge. Garderobenknopf. Oh. Was haben wir denn hier schon wieder übersehen? Was machen wir denn jetzt? Es muss einen Weg geben, um zu sehen, welche Tasten häufiger verwendet werden. Hm.
Ich bin echt überfragt. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Mal hoch. Gucken, ob wir hier noch was gesehen haben. Ansonsten fangen wir hier ab. Achso, fangen wir hier an. Es muss ummantelt sein, damit es funktioniert. Kleben? Ah. Alles klar. Und jetzt kann ich die auch reinschieben? Nee. Klar, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Das da rein. Und dann das da rein. Auch nicht. Rühren? Dann jetzt? Jetzt, komm! Ist natürlich auch logisch, dass man vielleicht nicht mit dem mit der Farbrolle an der Hand die Treppe auflaufen könnte. Ach nee, da muss ich ja gar nicht hin. Wasserpfeife, Lichterkette, Beschlag. Was ist das? Moment. Nervt mich jetzt schon wieder, dass ich wieder einen Tipp nehmen musste, aber ich bin da vielleicht auch zu ungeduldig. Ich muss da vielleicht noch ein bisschen cooler werden und nicht direkt in Panik geraten, weil ich nicht weiterkomme. Plakat. Plakat. Hut. TV-Controller. Was denn für ein Plakat, wenn es das nicht ist? Plakat. Trophäe. Tablett. Was ist denn hier ein Tablett? Ach da. Handabdruck. Was ist denn für ein Handabdruck da? Oh, was ist das? Beschissene Tablett. Ich sehe es nicht.
Ich sehe es nicht. Da? Ah ja. Okay. Ah, jetzt meine Fernbedienung. Toll. Fernbedienung, mehr nicht. Was ist das? Hier könnte ich eine VHS-Kassette abspielen. Aha. Wer ist das? Diese Aufnahmen zeigen, dass Alexei derjenige war, der Max Überwachungsraum geplündert hat und wahrscheinlich auch denjenigen, der ihn getötet hat. That was never meant to happen. Das sollte nie passieren. Alexei und Patricia sind verantwortlich für den Mord an Mark und Patricias falsche Entführung. Alexei half Patricia, sich im Leuchtturm zu verstecken und schmuggelte sie von dort durch die geheime Lagune. Okay. Wer hat Henry getötet? Komme ich hier nicht mehr raus? Ach ja. Let me go. You've got nothing on me. Lassen Sie mich gehen. Okay, dann verhören wir dich mal.